Es ist lange her, Snake. War ja klar, dass Sie dahinter stecken, Colonel. So begrüßt man doch alte Kriegsfreunde nicht, Snake. Was wollen Sie von mir? Ich habe Sie eingeladen, um mit Ihnen zu sprechen. Eingeladen? Mit Hilfe bewaffneter Soldaten? Tut mir leid, wenn die etwas unsanft mit Ihnen umgegangen sind. Aber die Situation ist ernst und nur Sie können uns helfen. Ich bin nicht mehr bei Foxhound. Sie sind nicht mehr mein Kommandant. Ich brauche keine Befehle entgegenzunehmen. Diese werden Sie annehmen. Ich weiß es. Entschuldigung. Wer ist das? Dr. Naomi Hunter. Sie gehört zum Foxhound-Mediziner-Team und ist Expertin für Gentherapie. Vom Militär? Nein, Zivilistin. Die Firma ATGC hat mich geschickt. Nett, Sie kennenzulernen, Snake. Keine Sorge, diese Spritze tut nicht weh. Wofür ist die Spritze? Was ist los? Mögen Sie keine Spritzen? Snake, hören Sie zu. Es ist vor 5 Stunden passiert. Schwer bewaffnete Soldaten besetzten Shadow Moses Island, eine einsame Insel vor der Küste Alaskas. Was für Soldaten? Sondereinheiten der nächsten Generation, geführt von Mitgliedern der Einheit Foxhound. Hä? Sie haben Washington eine einzige Forderung vorgelegt und sagen, wenn diese nicht erfüllt wird, schießen sie eine Atomrakete ab. Eine Atomrakete? Ich fürchte ja. Sehen Sie, die Insel dient zum geheimen Entsorgen atomarer Waffen. Foxhound kapert eine Atomrakete. Nun verstehen Sie, wie ernst die Situation ist. Sie haben 2 Missionsziele. Sie müssen den DARPA-Chef Donald Anderson und den Präsidenten von Armstech, Kenneth Baker, retten. Beide werden als Geiseln festgehalten. Ganz schön prominente Geiseln. Zweitens müssen Sie herausfinden, ob die Terroristen einen nuklearen Angriff durchführen können und sie gegebenenfalls stoppen. Noch Fragen, Snake? Fragen? Ich habe diese Mission noch nicht mal angenommen. Nun, Sie können sich entscheiden, wenn Sie mehr über die Situation erfahren. Wie ist das mit der Anlage zum Entsorgen nuklearer Waffen? Sie beinhaltet eine gepanzerte unterirdische Basis. Selbst mit unserer höchst entwickelten Aufklärungsausrüstung können wir nicht sagen, was drinnen vorgeht. Also muss jemand eindringen, Infos sammeln und Bericht erstatten. Klingt wie ein Bond-Film. Und wie kommt man da rein? Nun, der Luftweg ist ausgeschlossen. Ja, nicht bei diesem Sturm. Wir nähern uns der Anlage per U-Boot an. Annähern? Ja, bis auf einige Meilen. Die Anlage verfügt über ein Sonar-Ortungssystem. Sie würden unsere Maschinen oder die Schraube hören. Und dann? Schießen wir ein Ein-Mann-Landungsgerät ab. Abschießen? Wie ein Torpedo. Nur hat dieses keinen eigenen Antrieb. Sie werden das Landungsgerät los, sobald es nicht mehr näher kommt. Dann müssen Sie schwimmen. Ich soll in eiskaltem Wasser schwimmen? Keine Sorge. Dieser Anzug ist die neueste Entwicklung der Polythermaltechnologie. Die Entsorgungsanlage erstreckt sich über die ganze Insel. Nach dem Eindringen erhalten Sie Anweisungen über Codec. Kommt noch jemand mit? Es ist wie immer eine Ein-Mann-Mission. Ausrüstung und Waffen vor Ort? Ja. Die Operation ist top secret. Erwarten Sie keine offizielle Unterstützung. Der DARPA-Chef und der Präsident einer Rüstungsfirma. Was wollten die bei einer Entsorgungsanlage für Atomwaffen? Tatsache ist, dass zum Zeitpunkt des Angriffs der Terroristen geheime Übungen ausgeführt wurden. Müssen sehr wichtig gewesen sein, wenn diese beiden direkt beteiligt waren. Wurde da eine Art neue, fortgeschrittene Waffe getestet? Darüber bin ich nicht informiert. Wissen wir, wo sie gefangen gehalten werden? Dem DARPA-Chef wurde ein Minisender eingepflanzt. Sie sollten seine Position auf Ihrem Radar erkennen können, sobald Sie nahe genug dran sind. Können Sie wirklich eine Atomrakete abschießen? Anscheinend. Sie gaben uns sogar die Seriennummer des Sprengkopfes, den die verwenden wollten. Wurde die Nummer bestätigt? Ich fürchte ja. Sie haben auf jeden Fall einen echten atomaren Sprengkopf. Gibt es keine Sicherheitsvorkehrung, um diese Art von Terrorismus zu verhindern? Doch. Jede Rakete und jeder Sprengkopf in unserem Arsenal ist mit einem PAL mit separatem Sprengcode ausgerüstet. PAL? Genehmigte Aktionsverbindung. Das integrierte Sicherheitssystem in allen Atomwaffensystemen. Trotzdem besteht kein Verlass. Warum nicht? Der DARPA-Chef
kennt den Sprengcode. Aber der atomare Sprengkopf muss von der Rakete entfernt worden sein. Und alle Raketen in den Entsorgungsanlagen sollten demontiert sein. Es ist nicht so einfach, an Interkontinentalraketen zu gelangen. Das traf einmal zu. Aber seit Ende des Kalten Krieges bekommt man alles, wenn man Geld und die richtigen Beziehungen hat. Was genau verlangen Sie also? Sterbliche Überreste. Überreste? Richtig. Genauer gesagt, Zellproben, die die individuellen Genominformationen dieser Person enthalten. Zellproben? Was wollen die denn damit? Die Terroristen brauchen sie. Die Sondereinheiten der nächsten Generation wurden durch Gentherapie stärker gemacht. Stärker gemacht? Sie haben vom menschlichen Genomprojekt gehört. Die Analyse des menschlichen Genoms ist beinahe abgeschlossen. Auf der Basis dieser Forschung versuchte das Militär, die Gene zu identifizieren, die für das Wesen effizienter Soldaten verantwortlich sind. Solche Gene gibt es? Ja. Mit Hilfe der Gentherapie ist es möglich, diese Gene normalen Soldaten einzupflanzen. Gentherapie? Ich werde das erklären. Mit Gentherapie können wir für Krankheiten verantwortliche Gene operativ entfernen und gleichzeitig Gene mit positiver Wirkung einpflanzen, zum Beispiel solche, die krebsresistent wirken. Wir können also alle möglichen genetisch veranlagten Krankheiten Herr werden und zudem erstrebte Eigenschaften einfügen. Okay. Und wenn Sie wüssten, welche Gene den perfekten Soldaten ausmachen, könnten Sie sie auf dieselbe Weise einpflanzen. Ja, genau. Alles hängt vom Isolieren und Identifizieren dieser Soldatengene ab. Um dies zu erreichen, ist es nützlich, die Genominformationen eines der besten Soldaten aller Zeiten zu untersuchen. Eines der besten Soldaten? Der Mann, den Sie den größten Krieger des 20. Jahrhunderts nannten. Sie meinen Big Boss? Genau. Wir haben eifrigst daran gearbeitet, die Gene für seine unglaublichen Kampffähigkeiten zu identifizieren. Bis jetzt wurden rund 60 der sogenannten Soldatengene entdeckt. Sein Körper wurde also gefunden? Ja. Und seine Zellen sind in einer Gefrierkammer. Seine Genominformationen sind für die Menschheit von unschätzbarem Wert. Unschätzbar für das Militär vielleicht? Sein Körper war stark verbrannt, aber es war möglich, sein DNA-Profil aus einer Haarsträhne wiederherzustellen. Ihr Leute seid unglaublich. Und dann pflanzen Sie diese Gene in Soldaten ein? Ja, mit einem von mir entdeckten Prozess, dem Gentargeting. Zum stärksten Soldaten wird man nicht durch Training oder Erfahrung. Es ist uns inzwischen klar, dass Erbfaktoren beim Erschaffen außergewöhnlicher Soldaten weit maßgebender sind. Snake, wir dürfen Ihnen diesen Körper nicht geben. Das könnte gefährlicher sein als alle Atomsprengköpfe auf der Insel zusammen. Die Terroristen nennen sich die Söhne des Big Boss. Die Söhne des Big Boss. Wie ist der Zeitraum? 24 Stunden. Nach 24 Stunden werden Sie zünden. Haben Sie Ihr Ziel genannt? Bis jetzt haben Sie kein Ziel erwähnt. Wann hat der Countdown begonnen? Vor 5 Stunden. Colonel, wen vertreten Sie? Natürlich die Regierung der Vereinigten Staaten. Und wer steht der Kontrolle dieser Operation vor? Der Präsident der Vereinigten Staaten. Was wohl bedeutet, der Präsident trifft sich gerade mit seinen Top-Beratern im berühmten Map Room, wie? Nein, zurzeit geschieht das noch über Videokonferenz. Sollte bei einem echten Sprengkopf nicht eine Warnung ausgegeben werden? Noch nicht. Der Verteidigungsminister hat volle Autorität und ist über die Situation informiert. Nach dem Eindringen, wenn Sie feststellen, dass Sie über einen Atomsprengkopf verfügen, wird eine Warnung ausgegeben. Naja, wenn Sie noch nicht im Atomschutzbunker unter Mount Washington sind, besteht wohl noch kein Grund zur Besorgnis. Ist die National Security Agency eingeweiht? Ja, und auch der militärische Abschirmdienst DIA. Der DIA? Das klingt schon gar nicht mehr so gut. Die schicken uns Unterstützung. Wir brauchen keine Truppen. Wir brauchen einen Atomwaffenspezialisten. Natürlich, ein Atomwaffenexperte wurde uns bereits zugewiesen.
Wir brauchen Hilfe von einem Experten. Wenn es um Atomwaffen geht, bin ich leider bloß Amateur. Ich weiß. Deshalb habe ich um die Unterstützung einer Militärberaterin namens Nastascha Romanenko gebeten. Sie wird sie über Codec unterstützen. Eine Beraterin? Sie hat einen beeindruckenden Hintergrund als Beraterin für Atomwaffeninspektoren. Wenden Sie sich bei Fragen an sie. Sie ist auch Expertin für Hightech-Waffen. Wo ist sie stationiert? Zu Hause, in Los Angeles. Kalifornien. Das scheint ein anderer Stern zu sein. Wie gut sind die Terroristen ausgerüstet? Ich weiß, dass zum Zeitpunkt des Angriffs eine Übung stattfand. Ich fürchte, sie sind schwer bewaffnet. Was ist mit ihrer Kampferfahrung? Die 6 Fuchshound-Mitglieder sind abgebrühte Veteranen. Die essen Nägel zum Frühstück und verlangen zum Mittag nach mehr. Ich erwarte nichts anderes von Foxhound. Die anderen sind Sondereinheiten der nächsten Generation. Auch nicht gerade Durchschnitt. Erzählen Sie mir von den Sondereinheiten der nächsten Generation. Sie begannen als Antiterrorismus-Sondereinheit, bestehend aus Mitgliedern von biochemischen und technischen Einheiten und Atomwaffeninspektoren. Ihr Zweck war es, auf potenzielle Gefahren durch Massenvernichtungswaffen der nächsten Generation, einschließlich ABC-Waffen, zu reagieren. Bis Sie dazu kamen, heißt das. Wer ist Sie? Diese Männer waren keine normalen Soldaten. Sieht ja ziemlich international aus. Söldner? Ja, und es wird noch besser. Die meisten kommen von einer Söldneragentur, die Ihnen bekannt sein wird. Sie gehörten zur Privatarmee des Big Boss. Und nach dem Tod von Big Boss übernahm das Militär pauschal ihre Verträge. Outer Heaven. Danach wurden sie mit unserer VR-Einheit Force 21 zusammengebracht und umtrainiert. Wenn Sie mich fragen, diese Sondereinheiten der nächsten Generation sollten simulierte Soldaten heißen. Sie haben keine echte Kampferfahrung. Videospieler, hm? Vergessen Sie nicht, dass Sie durch Gentherapie verstärkt wurden. Sie haben Gene, die Sie zu guten Soldaten machen. Werden Sie nicht leichtsinnig, nur weil Sie nicht viel Erfahrung haben. Ich dachte, genetisch modifizierte Soldaten sind nach internationalem Recht verboten. Tja, aber das sind nur Erklärungen, keine Verträge. Das Interessante ist, dass fast alle Mitglieder der Einheit am Angriff beteiligt sind. Warum sollte die gesamte Einheit rebellieren? Sie nennen es eine Revolution. Sie alle hatten dieselbe Gentherapie und fühlen sich wohl enger verbunden als Brüder. Die Einheit ist ihre Familie. Die Söhne des Big Boss. Aber als normale Truppe müssen sie regelmäßig von Armeepsychologen untersucht worden sein. Nach ihren Akten war alles in Ordnung. Beste Noten bei den psychologischen Tests. Sie schienen alle anständige, patriotische Soldaten zu sein. Aber sie nahmen alle am Aufstand teil? Nein. An diesem Tag tauchten einige bei der Übung nicht auf. Deswegen wurden Truppen ersetzt. Irgendwelche Anzeichen, dass etwas nicht stimmen konnte? Es gab vor einem Monat einen Bericht über ein merkwürdiges Verhalten. Anscheinend lasen sie geheime Informationen über die Soldatengene und führten eigene Gentherapie-Experimente aus. Das können die auch ohne sie? Nun, unser Gentherapieverfahren ist fast vollständig automatisiert. Und außerdem sind sie alle Genies mit IQs über 180. Allein die Existenz der Genomtruppe ist ein Geheimnis der höchsten Sicherheitsstufe. Wir hatten gehofft, die Sache hinter geschlossenen Türen bereinigen zu können. Hightech-Sondereinheit Foxhound. Ihre frühere Einheit. Und eine, von der ich Commander war. Eine Elite-Truppe, die Schlagkraft und Erfahrung auf sich vereint. Sie sind noch genauso gut, wie als ich sie führte. Also gibt's die noch? 6 Foxhound-Mitglieder sind am Terroristenangriff beteiligt. Psycho Mantis mit seinen telepathischen Fähigkeiten. Sniper Wolf, die schöne und tödliche Scharfschützin. Decoy Octopus, Meister der Verstellung. Balkan Raven, Riese und Schamane. Revolver Ocelot, Experte für Verhöre und gefährliche Schütze. Ein reizendes Kränzchen.
Wie schade, dass wir uns unter so widrigen Umständen treffen müssen. Und schließlich ihr Anführer, der Foxhound-Kampfleiter. Liquid Snake. Liquid Snake? Ja. Und Sie sind der Einzige, der es mit ihm aufnehmen kann. Liquid Snake. Liquid Snake. Der Mann, der Ihren Codenamen teilt. Was wissen Sie über ihn? Als Teenager kämpfte er im Golfkrieg. Der jüngste Mann in der SAS. Sein Job war das Auffinden und Zerstören mobiler Scud-Raketenabschussrampen. Sie waren doch auch da. Drangen Sie nicht in den westlichen Irak mit einem Zug der Green Berets ein? Ich war damals selbst noch ein Kind. Die Details sind geheim. Aber er scheint für den SIS als schlafender Agent im Nahen Osten fungiert zu haben. Er war ein Spion für den britischen Geheimdienst? Aber er zeigte sich nie im Century House. Er wurde im Irak gefangen genommen und verschwand danach für mehrere Jahre. Nach ihrem Austritt wurde er gerettet und Mitglied von Foxhound. Ich dachte, Sie verwendeten nach meinem Austritt keine Codenamen mehr. Ich kenne seinen richtigen Namen nicht. Diese Informationen sind so geheim, dass selbst ich sie nicht bekomme. Hier ist ein Foto. Oh. Schockierend, nicht? Seine Hautfarbe ist anders, aber ansonsten gleichen sie sich wie ein Ei dem anderen. Ein Zwilling? Ich kenne die Details nicht, aber es scheint so. Deswegen brauchen wir Sie für diese Mission. Sie sind der Einzige, der ihn besiegen kann. Jetzt, nachdem ich Sie gesehen habe, weiß ich, Sie haben ihm etwas voraus. Ich sehe es in Ihren Augen. Danke. Das beruhigt mich ungemein. Colonel, Sie sind pensioniert. Weshalb sind Sie beteiligt? Nicht viele Leute kennen Foxhound so gut wie ich. Ist das der einzige Grund? Ich war lange Soldat. Ich kenne nichts anderes. Ich werde zwar älter, aber ich denke, ich gehöre immer noch aufs Schlachtfeld. Colonel, Sie lügen schlecht. Was ist der echte Grund? Okay, Snake. Ich will offen sein. Jemand, der mir sehr viel bedeutet, ist eine Geisel. Wer ist das? Meine Nichte, Meryl. Was hatte Ihre Nichte dort zu suchen? Mehrere Mitglieder von Foxhound wurden am Tag des Aufstands vermisst gemeldet und meine Nichte wurde als Notfallersatz eingezogen. Sie sieht Ihnen ähnlich. Sie ist die Tochter meines kleinen Bruders. Er starb im Golfkrieg und ich kümmere mich seitdem um sie. Persönliche Gründe, Colonel. Nicht gerade soldatenhaft. Ich bin im Ruhestand. Ein alter Mann. Und Ihr Freund. Seit wann sind wir Freunde? Ich halte uns für Freunde seit dem Fall von Sansibar. Ich mit meinem Charakter habe nicht so viele Freunde. Das ist der Teil, dem ich traue. Das macht Sie menschlich. Bitte, Snake. Hätten Sie meine Nichte Meryl. Gut. Unter zwei Bedingungen. Welche? Erstens, keine Geheimnisse mehr zwischen uns. Ich muss jederzeit alles wissen. Zweitens, ich nehme nur Befehle von Ihnen direkt entgegen. Keine Zwischenmänner, okay? Einverstanden. Darum wurde ich gerufen. Nur eines. Ja? Ich bin kein Colonel mehr. Nur ein müdes Schlachtroß. Ich verstehe. Colonel. Die Ärztin nimmt sie an der Mission teil. Sie war für Foxhounds Gentherapie verantwortlich. Sie weiß mehr über diese Männer als jeder andere. Sie haben sie also nackt gesehen? Ich bin keine Krankenschwester, ich bin Wissenschaftlerin. Übrigens, für was war die Spritze? Es ist eine Kombination aus Nanomaschinen, einem Antigefrierpeptid, sodass ihr Blut und andere Körperflüssigkeiten auch bei arktischen Temperaturen nicht gefrieren. Nanomaschinen? Nicht nur eine Art. Es gibt verschiedene Arten, die den Vorrat an Adrenalin, Nahrung und Zucker im Blut wieder auffrischen. Wenigstens brauche ich mich nicht mehr ums Essen zu kümmern. Es waren auch Nootropika enthalten. Wie, was? Nootropika. Ein Pharmazeutikum, das die mentalen Funktionen verbessern hilft. Es macht mich schlauer, hm? Noch was? Ja, Benzedrin. Eine Art Stimulanz. Es verbessert Wachsamkeit und Reaktion für 12 Stunden am Stück.
Ein netter Cocktail. Sonst noch was drin? Die Nanomaschinen helfen dazu, die Batterien für ihren Codec aufzuladen. Sollte ich abnehmen wollen, kann ich mich wohl auch an Sie wenden. Aber gerne. Ich brauche mal Ihre Schere. Was haben Sie vor? Keine Sorge, ich mache mich nur ein bisschen zurecht. Wie? Ich will doch nicht wie der Terroristenanführer aussehen.